Die ersten Rosen, weißer Frühlingsflieder, Rittersporn und Mutterkraut passen wunderbar zusammen und bringen den Frühling in jedes Haus. Ursprünglich wollte ich mal Floristin werden, weil ich schon als Kind immer so eine Lust hatte, Blumen anzupflanzen und Blumensträuße zu binden. Und dann habe ich ja das Glück gehabt, dass ich hier durch die Landwirtschaft genug Fläche zur Verfügung habe. Seit 25 Jahren baue ich jetzt Blumen an und so binde ich im Prinzip von März bis Ende Oktober schöne Blumensträuße. Also meine Mama ist Workaholic, würde ich mal dazu sagen, mit Leib und Seele. Also die macht sowohl unseren Hofladen als auch managt die ganze Familie und kümmert sich um Haushalt und hat noch einen großen Garten. Ich wusste früher immer nie, wie sie das alles so schafft, aber es hat immer gut geklappt. Wir sind alle groß geworden und ordentliche Kinder. Ne? So, nun darf er endlich ins Wasser. Damit der Maisstrauß lange hält und das Wasser nicht so schnell faulig wird, werden alle unteren Blätter entfernt. So bleiben die Blüten lange frisch und knackig.